Hi, Alex von TechSam hier. Samsung hat nun endlich auch das aktuelle One UI 4.1 Update für die Galaxy S21 Serie verteilt. Was es alles Neues zu entdecken gibt und ob sich das Update lohnt, zeige ich dir in diesem Video. Wenn du Sockenschnüffler die Tests zur neuen Galaxy A-Reihe nicht verpassen willst, dann abonniere gern diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn die Videos online gehen. So sieht das One UI 4.1 Update aus, wenn du es runterladen kannst. Falls es dir noch nicht angezeigt wird, dann geh einfach mal in deine Einstellung und dann scroll ganz nach unten zu Software Update. Und wenn du jetzt auf Herunterladen und Installieren klickst, dann sollte es dir hier angezeigt werden. Wenn du es dann installiert hast, sehen wir auch nach dem Neustart, dass wir jetzt den Februar-Sicherheitspatch haben und die One UI-Version 4.1. Dann schauen wir uns mal an, was jetzt neu ist. Wenn wir mit zwei Fingern den Homescreen zusammenziehen und uns hier ein neues Wallpaper aussuchen, dann haben wir hier jetzt den neuen separaten Reiter Farbpaletten. Das gab es in Version 4.0 auch schon, aber jetzt wird es noch ein bisschen moderner und offensichtlicher dargestellt. Klar, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber das ist eine kleine optische Änderung. Was aber eine tatsächliche Änderung ist, ist RAM Plus. Damit kannst du den virtuellen Arbeitsspeicher noch erweitern und dadurch sollte sich theoretisch die Performance noch ein bisschen erhöhen und Apps sollten noch etwas länger im Arbeitsspeicher offen sein. Um das einzustellen, gehst du wieder in deine Einstellung und dann auf Akku- und Gerätewartung. Jetzt siehst du hier Arbeitsspeicher, wenn du da draufklickst. Und ganz nach unten scrollst, siehst du hier RAM Plus. Standardmäßig ist der bei 4 GB eingestellt. Wenn du halt dann hier zum Beispiel 8 auswählst, dann hast du 8 GB von deinem internen Speicher, der als Arbeitsspeicher verwendet wird. Ich habe das bei meinem Galaxy S22 auch schon länger in Gebrauch, konnte da aber jetzt keine großen Leistungssprünge feststellen. Trotzdem ist es schön, dass diese Funktion jetzt auch auf die alte Galaxy S21-Serie übertragen wurde. Neu ist jetzt auch, dass du im Fotoeditor Porträts nachträglich noch mit einem Porträteffekt versehen kannst. Dazu suchst du dir einfach ein Selfie oder ein Foto von einer anderen Person und drückst dann unten rechts auf die drei Punkte und dann siehst du schon Porträteffekt hinzufügen. Wenn du da draufklickst, berechnet er künstlich den Porträteffekt, den du dann hier unten nachträglich noch bearbeiten kannst. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion, um Porträts im Nachhinein mit einem Bokeh-Effekt zu versehen. Mein Highlight in One UI 4.1 sind aber die neuen Smart Widgets. Das sind praktisch mehrere Widgets in einem. Du kannst nämlich jetzt hier einfach so durchstreichen und dann kommst du zu den anderen Widgets, die auch hier hinterlegt wurden. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass du hier eine Wetteranzeige hast und wenn du dann durchwischst, kommst du dann zu TikTok. Oder hier gibt es auch diese kleineren Versionen mit einer Uhr, mit dem Wetter, mit Lesezeichen. Das kannst du also personalisieren, wie du möchtest. Um die Smart Widgets zu verwenden, ziehe wieder zwei Finger zusammen und gehe dann auf Widgets. Und dann siehst du hier schon ganz oben Smart Widgets. Da hast du dann drei verschiedene Größen zur Auswahl, so ein 2x2, 4x1 und 4x2 Widget. Drückst du einfach hier drauf, dann wird es zu deinem Homescreen hinzugefügt. Wenn du mit dem Finger länger drauf bleibst, kannst du das dann auch noch ein bisschen in der Größe verändern. Und wenn wir jetzt hier durchwischen, dann sehen wir schon, hier ist einmal das Wetter und hier noch irgendwie Notes und noch der Kalender hinterlegt. Wenn du das aber jetzt anpassen willst, dann halt einfach den Finger lange drauf und geh dann auf Einstellungen. Und hier siehst du schon die ganzen Widgets, die hier hinterlegt wurden. Da kannst du einfach auf Widgets hinzufügen klicken und dann die eins von deinen Widgets manuell auswählen. Da gehst du zum Beispiel hier auf TikTok, klickst auf Hinzufügen und zack ist es jetzt da. Wenn du eins der anderen löschen oder bearbeiten willst, dann hältst du einfach den Finger lange drauf. Dann hast du es jetzt hier markiert, dann kannst du es einfach entfernen. Oder du kannst hier rechts die Reihenfolge ändern. Wenn du das Widget selber noch anpassen willst, zum Beispiel hier bei dem Wetter den Ort wechseln willst, dann gehst du wieder mit dem Finger lange drauf und dann wieder auf Einstellungen. Dann gehst du einfach hier auf Wettervorhersage und dann kommst du in die verschiedenen Widget-Einstellungen. Bei den Samsung-Widgets kannst du zum Beispiel hier ganz viel mittlerweile ändern in One UI 4.1. Du kannst den Hintergrund schwarz oder weiß wählen, du kannst die Transparenz ändern, es kann sich auch automatisch an den Dark Mode anpassen und du kannst natürlich auch den Ort hier wechseln. Dann gehst du einfach auf Speichern, hoch und dann hast du das Widget jetzt zum Beispiel hier in schwarz. Und wenn du jetzt durchwischst, dann kommst du zum Kalender-Widget, das kannst du auch anpassen. Hier dein TikTok-Widget und so weiter und so fort. Ich habe auch ein ganz ausführliches Tipps- und Tricks-Video zu One UI 4.1 gemacht. Das verlinke ich dir mal in der Beschreibung. Ansonsten sind die Updates eher klein gehalten. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass One UI 4.1 nun auch für die Galaxy S21-Serie verfügbar ist. Denn diese Smart-Widgets und den RAM-Boost finde ich schon sinnvoll. Das waren die wesentlichen Neuerungen von One UI 4.1. Ich empfehle jedem, das Update zu installieren, denn vor allem die Smart Widgets sind eine klasse Erweiterung für jedes Galaxy Smartphone. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks-Videos zu One UI 4.1 sehen willst,
dann schau dir mein Video dazu an. Ich verlinke es in der Beschreibung. Jetzt zu dir, Freundchen. Was ist dein Lieblingsfeature von One UI 4.1? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, um meine Arbeit zu unterstützen. Abonniere meinen Kanal, um meine Galaxy A-Reihe Tests nicht zu verpassen. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch links mein Galaxy S21 Langzeit-Review anschauen oder klicke hier rechts für mein Galaxy S22 Review. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.